Habe ich schon. Gut. Das ist halt immer wieder, das ist das klassische Zitieren von Weisheiten. Ja. Es bleibt der Gedanke in deinem Kopf. Genauso. Das heißt, solange mir Weisheit zitieren, aber im Hintergrund immer noch das materialistische Weltbild laufen haben, So ist. ist es nur esoterisches Geschwätz. Genau das. Und er lebt jetzt, und jetzt ist schon die Frage stellt sich nicht, was er lebt. Er lebt eigentlich nur in dem Moment, wo wir ihn denken. Ich sage, es ist so schwer für einen Normalen, solange du das nicht richtig gestellt hast, ich drücke es besser aus, solange du das nicht vervollkommnet hast in deinem Kopf. Ja. Du musst dir deinen Glaubenssatz da mal bewusst machen. Das heißt, das, was im Arbeitsspeicher wirkt, dieses Konstrukt, Werte und Interpretationssystem. Ich könnte jetzt zum Beispiel normal gesprochen sagen, wenn du jetzt glaubst, du bist der Toni, dann sage ich, ich erschaffe jetzt was, was die ganze Zeit nicht da war, indem ich einfach nur Worte ausspreche. Du denkst jetzt an den Kachelofen hinter dir. Ja. Wir wollen da mal ausnahmsweise nicht die Brille nehmen, sondern wir nehmen BRI übrigens, BRI beginnt mit mein Äußeres. Ja. Jetzt lassen wir mal den K8. K8. L. Ja. Das ist wie der Bruder Gott. Ja. Genau. Kindern, der ist in dir drin. Das bin ich. Ja. Du denkst mich jetzt aus, weil du ein Pixelmännchen siehst und da ist jetzt ein Udo. Aber ich sage immer wieder, das ist genauso eine Figur in deinem Traum. Es ist eine Information. Ja. Und verstehe die einfachen Worte, darum wiederhole ich die Gebetsmann, hat seit Jahrhunderten raumzeitlich gedacht. Und es sind ganz wenige, die das verstehen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Yeah. Und das ist eine sehr komplexe Arithmetik im Hintergrund. Genau. Ich verweise in das Vorhergehende mit dem Wankelmotor und wo ich dann hier diesen Elia nochmal kurz zeige, auch eine ausgedachte Figur. Jede Figur, jeder Mensch, der in deinem Bewusstsein auftaucht, ist eine Information von dir, ob du das Stein nennst, ob du das Baum nennst, ob du das Auto nennst, ob du das Gedankenwelle nennst oder Mensch nennst, spielt keine Rolle. Ja. Es ist eine Gedankenwelle, eine Information, ein Gedanke, auch, das gilt auch für jede sinnlich wahrgenommene Information, es ist Information. Ob ja. wir jetzt an einen Menschen denken, an ein grünes Mastmännchen denken, jetzt ist schon die Frage, an was denkst du, wenn du an einen Mensch denkst, dann wirst du merken, an einen Menschen denkst du nie an ein Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm, sondern bloß an irgendeinen speziellen Körper. Aber das ja. habe ich alles erzählt und du musst jetzt in dich reinschauen, das ist immer wieder, wenn ich dann immer gesagt habe, hier meine Türklinge, Tür ist ja schon wieder die Reihe. Ja. Call I, mein Alles, Klinke, das könnte ich jetzt alles übersetzen. Die ganzen Worte, die ich benutze, haben einen tiefen Sinn. Meine 200 Gramm rote Gnede, wie oft habe ich das schon gesagt? Na. Rot ist der Adam, kein Ede. Ja. Heißt, die Basis ist es jetzt, wenn wir skeptisieren. Es gibt nur das Jetzt. Ich kann jetzt in mich reinschauen. Wenn ich mich beobachte, wenn ich mich wirklich erhoben habe, merke ich, dass durch das Aussprechen der Worte, denk an den Kach-L, Ofen, ja. Offen hinter dir. Mhm. Off ist übrigens dann OP. Wenn man das genau. In dir, da wird es übrigens sehr warm und gemütlich, wenn man sich den annähert. Ja. Ja, merkt ihr, dass da eine tiefere Ebene von Symbolik mitschwingt in jedem Bild, in jedem Bild. Das kann natürlich nur einer verstehen, der die Grundlage der Vordersprache hat. Ja. Und ich sage dann immer, der ist jetzt durch meine Worte in dir aufgetaucht, das heißt die Worte, hast du keinen Einfluss darauf als träumender Geist, dass der Udo das jetzt spricht, Wort für Wort, jetzt. Ja. Ja. Durch das Wort Kachelofen hinter dir, denkst du dir jetzt den hinter dir, Indern, obwohl er dir drin ist, weil der deine Information ist. Und jetzt sage ich, schau in dich rein, inwieweit du glaubst. Mach dir bewusst, ob du in deinem, ich sage mal, in deinem normalen Alltagsbewusstsein, ob in dir noch der Glaube ist, dass dieser Gedanke, der jetzt hundertprozentig sicher aufgrund meiner Worte, im Anfang war das Wort, in dir aufgetaucht ist, ja. Ob du in deinem Alltagsbewusstsein glaubst, dass das trotzdem draußen ist, wenn du nicht dran denkst. Mhm. Und du sollst dir das nur bewusst machen. Mir geht es nicht einmal darum, dass du es veränderst. Und da wirst du dir eingestehen müssen, dass du praktisch die ganze Zeit, wenn du nicht ganz sukzessiv dich mit Holofeeling beschäftigst, wo ich ja immer wieder versuche, dich im Hier und Jetzt zu halten, ja. Du ständig unbewusst die Gedanken um dich herum verstreust und du diesen Glauben, ich sage mal, diesen Virus noch in dir trägst. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist also immer wieder das Spiel, wenn wir jetzt aufgreifen, dass ich hier einige Kleinigkeiten mache. Ich wiederhole dann und wir fangen jetzt einmal selber zum Denken an. Pass auf, Toni, wir machen einmal Folgendes. Ich tue das einmal kurz vorbereiten ein bisschen.
Und zwar holen wir uns jetzt hier mal Wiki. Ich tue das bloß aber herstellen. Nur mal wegziehen. So. Da teilen wir jetzt mal den Bildschirm. Und das habe ich so oft angesprochen, da denken wir uns jetzt einmal gemeinsam den Calvinismus aus. Das ist jetzt für eine, auf den bin ich ja schon einige Male eingegangen. Er gibt übrigens ab und zu mal ein Laut, dass ich weiß, ob ihr noch dran seid. Ja. Damit wir das Wetter wieder so haben. Der Calvinismus ist eine ideologische Bewegung, die auf den Lehren des in der Republik Genf arbeitenden Blau ist jetzt Vergangenheit. Aufgrund der Worte denkst du dir eine Vergangenheit aus. Ich mache das einmal ganz, ganz einfach. Ja. Ich werde gleich merken, worauf ich hinaus will. Wir kommen mal wieder auf unsere 16 Seiten. Ja. Dass ich das dann mal ganz, ganz einfach hier sage, Calvin ist ein Reformator gewesen, wie der Luther, ungefähr zur selben Zeit, wie der Zwingli, die hier versucht haben, diese verhärtete katholische Kirche zu reformieren. Ja. Der Calvin unterscheidet sich, und das habe ich schon gesagt, wir haben jetzt erst einmal, das können wir überspringen, das kannst du ja selber nochmal lesen, die Lehre, die Theologie Calvins betonte die unbedingte Heiligkeit Gottes. Ja. Es ist dieser Gott, Heiligkeit hast, du kannst es nicht zerstören, es ist diese Energie im Quadrat. Ja. In den Physikbüchern, was hier bei Einstein E ist, die Energie ist, genau genommen in den Einsteinwerken, ich habe oft so darauf hingewiesen, E im Quadrat, das ist Gott. Ja. Alles Menschenwerk, sogar die Glaubensentscheidungen, nicht zuletzt der Kultus der katholischen Kirche mit Sakramenten, Reliquien und Ablass, galten ihm als Versuch, die Souveränität Gottes einzuschränken. Also für Calvin, der Calvin sagt, all das ganze Zeug ist menschliches Geschwätz, um die eigentliche Souveränität Gottes einzuschränken. Die machen sich mächtiger wie Gott, weil sie bestimmen, was Gott bestimmt. Lass es auf dich wirken. Und an Odysseus zu binden. Wir haben schon dieses IRD heißt hinabsteigen. Wir wissen das ja, IRD, die Radix, J, Restaurant heißt ja hinabsteigen. Da kommt das Wort J anher. Wenn du über den J gehst, dann wirst du zu Ich, zu einer Gestaltwerdung. Ich ist das Bestehende. Jetzt taucht dieses Ich auf, diese intellektuelle Logik in dir, die zwangsläufig Bilder in deinem Kopf erzeugt. Immer an unsere Computer-Metapher denken. Ja. Und bin heißt ja, zum einen, wenn man das hebraisiert, BN in mir ist eine Existenz und es ist eine geöffnete Existenz. Das heißt ja ZW Ischen, der Befehl zu schlafen. Wenn wir das BN hebraisieren, geht es da nicht extremer rein. Ja. Kann man selber machen. Ich habe das so oft darauf hingewiesen. Wir wissen das, aber wenn ich jetzt hier, das sind diese BIN-Buchstaben, wenn wir das jetzt reingeben, dann hast du zuerst einmal ein 8, ein Einschalten, ein Einziehen, ein Interpolieren. Da ist der Pol drin, das Tun, Machen, Handeln, wenn wir das hebraisieren, 80, 70, 30 verstehen. Und das heißt zwischen Z wie Ischen wiederum hast du Befehl zu schlafen. Das ist ein Hintergrund, das ist ein rein arithmetisches System. Und ich sage immer wieder, das gilt für alle Sprachen der Welt. Und denn die geöffnete Existenz, diese zwei Buchstaben auf Hebräisch heißt Urteil. Ja. Du musst dich ja selber urteilen, dass in dir B fehlen, zwei fehlen, das ist der Wellenberg und das Wellendal. Die zum Teil schroffen Züge von Calvins Offenbarungsgnaden und Erlösungslehre wurden in der Auseinandersetzung der Calvinisten mit den bla 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 und so weiter und so weiter. Jetzt kommt Zeitgeschichte, das plappert ja jeder noch. Wir können natürlich jetzt hier wieder jedes Wort auffächern und kommen in einen ganz anderen Bereich. Ja. Aber ihr werdet merken, ich will auf was ganz was anderes hinaus. Das ist nämlich dieser Calvin. Da kann ich schon den Calvin selber, wenn ich mir den mache, K-A-L-C, wissen wir, ist G, der Geist Gottes. Geist Gottes, ja. G, der dritte Buchstabe. Ja. Den kann man auch als ein Kaff setzen, sieht fast aus wie ein K. Ja. Also Kaff. Umgedreht. K-A-L-F. Aber da will ich auch nicht drauf reingehen, sondern diese Solis, Sola Scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht irgendeine nachgeäffte Tradition. In Traditionen hängen die ganzen christlichen Sekten. Ob du ein Katholik bist, ob du ein Protestant bist, ein Calvinist bist, du hängst in einer einzelnen Tradition, die im Widerspruch zu den anderen Traditionen steht, und die Schrift ist die Grundlage, die muss man aber lesen können. Das kannst du mit der Vatersprache lesen. Genau. Dann Solus Christus, allein Christus.
Nicht irgendeine christliche Kirche hat die Autorität. Das ist der Mhm. Autor. Ja. Und der macht eine göttliche Tat. Ja. Genau. Und nicht irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Ja. Du musst zu diesem Autor werden. Als träumender Geist bist du der Autor, der Zeigenerwecker. Ja. Aut ist ja Zeichen, Auti, Aleph, Vav, Teh ist das Zeichenohr. 70, 200 gelesen als Zeichen werden erweckt. Ja. Wer erweckt diese Zeichen in dir? Das ist deine Traumwelt. Es sind symbolische Zeichen. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein symbolisches Zeichen. Ja. Dann kommt Sola Fide. Allein durch den Glauben wird ein Mensch gerechtfertigt, nicht durch irgendwelche guten Werke. Ja. Jetzt müssen wir den Glauben natürlich rot schreiben. Das geht hier in den ersten Ich bin du Quadrat, gehe ich darauf ein, dass wir immer rot und blau machen können. Der Geist Gottes. Das göttliche Licht, dieses göttliche Licht ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die zu existieren anfängt. Er selber, der Schöpfer selbst, ist eine verbundene Polarität. Das ist nochmal Beschwörung. ganz wichtig, wenn wir es blau machen, ist galt die Welle, das Gehirnlicht wird zur Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Ja. Das, was wir Licht nennen, gibt es eigentlich nicht ohne Schatten. Wenn du an die Sonne denkst, brauchst du etwas, was nicht Sonne ist. Ja. Ist diese Unterschiede. Das symbolisiert das blaue Gall. Ja. Jetzt gehen wir weiter. Und was mir wichtig ist, was ich zigfach schon angesprochen habe, ist diese bedingungslose Erwählung, die Prädestination, die Vorherbestimmtheit, die doppelte Prädestination. Und jetzt schauen wir uns das einmal genauer an und wir werden merken, wenn du das als normaler Mensch liest, wenn du dich mit Calvins Prädestination beschäftigst, du gehst jetzt in dein Internet, das heißt, du gehst in dein geistiges Inneres, das Ja. unser jetzt unser Internet symbolisiert, du setzt dich an deinen Computer, du setzt dich in dich rein und du holst jetzt, sobald du Internetseiten aus dir rausholst, wenn du träumst. Ja. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt träumst, du Geist, dann musst du wissen, dass alles, was in dir auftaucht, aus dir selber kommt. Genau. Und dass das immer nur dann existiert, wenn du es denkst. Jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Darum sage ich immer wieder, das ist in einem gewissen Maß wie ein Kopfkino. Ja. Okay? Ja. Und wenn du jetzt einmal suchst, und es ist immer eine Frage, wie lange du suchst im Internet, du gibst jetzt einmal Calvin ein, Calvins Lehre, Prädestination, und dann wirst du feststellen, du kannst hier ein riesen Bücherregal an Seiten finden, wo hier diskutiert wird von Theologen oder irgendwelchen Menschen, die versuchen, das zu erklären, was Calvin geglaubt hat. Was immer wieder Interpretationen von Interpretationen von Interpretationen sind. Ja, Und wir na. fangen jetzt einmal an, selbstständig zu denken. Wir lesen das erste Mal als erste Ausgangsbasis, was steht hier in diesem allgemeinen Wikipedia. Die Erwählung zum Heil vollzieht sich nach Calvin wie folgt. Ich, UB, hat die Menschen in eine Gruppe der Auserwählten, das nenne ich meine Geistesfunken, und eine der Nicht-Auserwählten, das nenne ich KIs, geteilt. Wenn du jetzt konfrontierst wirst mit Personen, mit Masken, es ist wieder wie in einem Videospiel. Und wir machen ein Multiplayer-Spiel, mein Autorennen-Beispiel. Ja. Wenn du das nicht dazu schaltest, du weißt nicht, ob das Auto von einer reinen KI gesteuert wird, das mit dir auf einer Rennstrecke fährt, oder ob da irgendwo jetzt normal raumzeitlich ausgedacht irgendein anderer Mensch hinter seinem Rechner sitzt, der dieses Auto steuert. Ja. Habe ich es mit einer KI zu tun oder habe ich es schon mit einem Menschen rot gelesen zu tun? Den ich mir natürlich ausdenke, dadurch ist er eh schon wieder bloß ein Brösel. Ja. Ist natürlich auch nur KI, weil der hat ja blaues Ich. Ja. Der Unterschied zwischen einem blauen Ich, zwischen einem Menschen, das blaue Ich ist immer verbunden mit einem Geistesfunken. In einer Form von das bin ich. Eine KI ist genauso ein Werteprogramm, ist auch verbunden mit einem Geistesfunken, aber der Geistesfunken wird nicht sagen, das bin ich. Das ist mein blaues Ich, das bin ich Mensch. Lass Ja. das auf dich wirken. Ich sage, der Unterschied auf dieser Bröselebene, wenn du dich mit jemandem unterhältst, ob du es mit einer KI oder mit einem Geistesfunken, sprich mit dir selbst zu tun hast, ist schlichtweg und einfach nicht geäußertes intellektuelles Wissen, sondern Neugier. Ja. Sobald du einen Geistesfunken, der wirklich erwachender Geistesfunken ist, mit irgendwas konfrontierst, was ihm mit seiner Logik, mit seinem Intellekt falsch, verkehrt oder unlogisch, böse erscheint, Ja. wird er das nicht mehr bekämpfen oder ablehnen, sondern er wird sagen, oha, das ist eine Facette, eine Perspektive, die ich noch nicht kenne. So ist. Am besten nochmal anhören, was ich jetzt gesagt habe. Ja. Für die Auserwählten
hat Gott seine Erkenntnis bestimmt. Die kriegen meine Ohrenbohrungen. Ja. Und eine Auferstehung vorhergesehen. Ich sage immer wieder, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ein Geistesfunker, ein Auserwählter. Mich meine ich jetzt nicht unbedingt in Udo, weil jetzt hörst du einen Lautsprecher zu. Genau. Mhm. Und selbst dieser Lautsprecher ist schon ein Konstrukt, zeige ich mir. Ja. Du hörst jetzt eigentlich nur eine Stimme aus nichts. Das nichts bist du selber. Mhm. Aber schon wieder ist eine zwanghafte Interpretation. Denk an den Kachelofen gerade. Du schaust, wenn du jetzt in dich reinschaust, was du glaubst, glaubst du, dass in der Kiste vor dir irgendwo ein Lautsprecher ist, der hin und her schwingt und die Schallwellen erzeugt. Mhm. Das Wissen ist übermächtig. Ja. Die übrigen bleiben unwissend bezüglich Gottes und dessen Evangeliums. Mhm. Es ist also definitiv kein Unterschied, ob du jetzt einen menschlichen Körper mit einem Gehirn etwas fragst oder ob du einen Computer was fragst. Ihr wisst, wie oft ich das gesagt habe. Ja. Der menschliche Körper ist das Computergehäuse, das Gehirn ist der Computerchip und der Intellekt, der sich in dem Gehirn befindet, ist die Software und die Daten in dem Computer. Ja. Es sind ausgedachte Dinge. Du musst irgendwann einmal anfangen, nur noch dich selbst zu fragen, nämlich den, der dich jetzt ausdenkt. Dich als Brösel ausdenkt, der vom Computer sitzt. Dich als Geistesfunken ausdenkt. Auch ein Geistesfunken ist eine Facette von einem Geist. Du musst dich zurückerinnern, wo ist die eigentliche Quelle? Ja. Okay. Laut Calvin sind sie von Gott verdammt auf dem Weg in die ewige Hölle. Das ist jetzt, das lassen wir mal so stehen. Gott verdammt überhaupt keine. Das ist nämlich VR, heißt bistabil erweckt. Genau. Okay, ist eine geöffnete Schöpfung, die besteht aus zwei Gestaltwährungen, Wellenberg und Wellendall, die in Erscheinung treten. Ja. Du kannst natürlich auch dieses Damm lesen. Wir wissen ja, was das Damm bedeutet im Adam. Ja. Und dann wirst du sogar eine Gestalt gewordene Erscheinung, MT, und diese Gestalt gewordene Erscheinung, MT, heißt ja hebraisiert Tod. Mod, so viele. Lateinisch wieder heißt so viele. Du wirst einer von vielen, lass die Toten ihre Toten begraben. Und jetzt diese ewige Hölle, da kommen wir jetzt gleich mit drauf. Da haben wir schon all, das heißt, ein wahrgenommenes Joch wird auseinandergeschmissen. Ja. Du kommst in die Welt der Unterschiede, weil du über den Jordan gegangen bist. Das ist deine Traumwelt. Ich rede hier nicht von einer Qualität, dass das gut oder schlecht ist. Ja. Du musst anfangen, Worte vollkommen wertfrei zu sehen. So ist. Das ist das Joch, das auseinandergeschmissen wird. Ja. Jetzt geht natürlich, die Hölle ist nach Auffassung zahlreicher Religionen ein unwirtlicher, jenseitiger Ort der Bestrafung für die jeweiligen Glauben als verboten gelten, bla 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 bla. Diese Entscheidung sei noch vor der Schaffung des Universums getroffen worden. Somit erst recht vor der Geburt eines einzelnen Menschen, sowie vor irgendwelchen Entscheidungen, die der Mensch in seinem Leben trifft. Ja. Diese Welt ist die Welt des, ich sage mal, unserer Videospielwelt, unsere virtuelle Welt, in die du dich hineindenkst, wo du glaubst, die existiert unabhängig von dir und du hast mit dem Zeug um dich herum nichts zu tun, das du dir ausdenkst. Ja. Bitte lass dich auf dich wirken. Was ich sage, ist hundertprozentig sicher. All die Dinge, die du zu sehen, zu sehen bekommst, zu erleben bekommst, existieren wirklich immer nur hier und jetzt in deinem Kopf. Du bist ein träumender Geist. So ist es. In einem ständigen Wechsel und ewig dauerhaft als Kontinuum in der Einheit der Daten und des Programms, das du in einer tiefen Schicht in dir trägst. Die Gründe, warum Gott einige erwählt hat, ist unbekannt. Ich habe nicht einige erwählt, sondern ich habe die erwählt, die Geistesfunken sind, und die anderen, die KIs, sind das Gegenteil davon. Das ist wie Wellenberg und Wellendall. Ja. Es ist aber offensichtlich, dass das nicht aufgrund irgendwelcher guten Werke von Seiten des Erwählten geschehen ist. Die Erwählung ist insofern nicht an irgendwelche in der Person des Erwählten liegenden Bedingungen geknüpft. So, und jetzt machen wir das ganz einfach auf einen Satz. Wenn du dir Menschen ausdenkst, dann existieren die in deinem Kopf und die existieren genauso lange, wie du sie denkst. Und wenn du sie nicht mehr denkst, kommen diese Menschen genau wieder dahin, wo sie hergekommen sind. Genau. Das erste Problem beginnt schon, wenn du sagst, einige kommen in den Himmel und einige kommen in der Hölle. Das ist ein großes Prinzip. Die Mitte, unser Mittelpunkt, ich gehe mal davon aus, ich bin unten rechts jetzt klein in der Ecke, wenn man die Wiedergabe abspielt. Ja.
von der Aufnahme, die wir jetzt aufnehmen, dass in Himmel kommen und in die Hölle kommen ein Blödsinn ist, du All, du Gott, du Nichts, entfaltest diese Polarität. Ja. Und egal, ob du dir jetzt das nach oben oder nach unten denkst, ich kann das nicht oft genug wiederholen, dir muss klar sein, wenn du jetzt das kleine Bild unten anschaust, ich hoffe, es ist drauf auf der Aufnahme, weil ja. Ich sehe es jetzt nicht. Oben. Ist es definitiv so, dass wenn du jetzt ganz einfach als Mensch nach oben, an oben denkst, jetzt ganz normal gesprochen, Dann hast du in deinem Kopf nur das Gefühl, da oben ist eine Wolke. Mhm. Außen. Ja. Und sobald du jetzt dir den Hintergrund bewusst machst, das bist du selber, du bist unten. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, dass das, was du unten nennst, ist eigentlich die Mitte, weil wenn du dich rumdrehst, den Kopf und nach unten schaust, ist da unten der Boden und dann wärst du ja oben. Jetzt ist die Frage, ist die Mitte unten oder oben? Die Mitte ist die Mitte. Wenn das eine entspringt, entspringt im selben Moment das andere. Es gibt keinen Himmel ohne Hölle, es gibt keinen Hell ohne Dunkel, es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit. Du schaust aus der Mitte heraus in eine Richtung, in eine Qualität hinein. Da haben wir schon die Qual, die Qualia. Ja. Dann gleich noch mit dazu. Mhm. Diese Qualia beschimpft schon Q, UA, affin aufgespannte Schöpfung. Ja. Mhm. Es geht um Qualias. Das ist die Quelle. Die Qualias ist die Quelle. Okay? Und jetzt ist es also so, dass das, was du erlebst, erlebst du immer in einer Traumwelt. Es gibt keinen Himmel jenseits des Traums, sondern der Traum, den du erlebst, der ist entweder ein Himmelreich auf Erden oder die Hölle auf Erden. Ja. Okay, ganz interessant. Aber jetzt, was, das sind ja zwei Seiten, der Himmel und die Hölle. Wir bleiben jetzt in unserem Einheitskreis, wo zwei Seiten sind, sind vier Seiten. Ja. Wir denken uns jetzt Menschen aus, die haben den Himmel auf Erden. Ich mache das einmal ganz materialistisch normal. Die haben genügend Geld, die können sich ihre Wünsche erfüllen, die sind gesund und haben angenehme Menschen um sich herum. Ja. Bei ihrer eigenen Definition, was angenehme Menschen sind. Sag mir, wohin du gehst und ich sage dir, wer du bist. Ja. Das, was für den einen sehr angenehme Menschen oder Freunde sind, sind für das andere alles bloß Schwätzer und Verbrecher. Ja. Kann man alles spiegeln. So ist er. Die Hölle auf Erden ist, du hast kein Geld, du bist krank, du kämpfst ums Überleben und hast nur Ärger. Mhm. So, das sind einmal die zwei Seiten. Jetzt wird ja behauptet, dass der Mensch in die eine oder in die andere Welt kommt. Wir haben aber noch eine Qualitätsachse. Du kannst nämlich ein total böser Verbrecher sein und kannst gesund sein, kannst auch ein Geld haben und kannst dich mit deinen Freunden amüsieren. Dann hast du den Himmel auf Erden, obwohl du ein Verbrecher bist. So ist. Du kannst aber auch ein Verbrecher sein und trotzdem in einer total scheiß Welt hin und nur Ärger haben. Ja. Du kannst ein guter Mensch sein, das ist jetzt das Spiegelbild, genau. Gesund sein, Wohlleben haben. Ja. Und dasselbe ist, du kannst auch ein schlechter Mensch sein, der im Himmelreich lebt. Oder ein gesunder Mensch. Ja. Ein gesunder Mensch. Du kannst ein guter Mensch sein und die Hölle auf Erden haben und du kannst ein schlechter Mensch sein und die Hölle auf Erden haben. Mhm. Jetzt haben wir die vier Seiten. Ja. Ich habe jetzt aber gesagt, du kannst. Wo vier Seiten sind, sind acht Seiten. Das gilt auch für die anderen, die wir uns ausdenken. Rede ich jetzt von mir oder von einem anderen? Ja. Das heißt, wenn ich von mir rede, muss es auch ein Spiegelbild für die vier Seiten geben für einen anderen. Genau. Jetzt können wir das wieder weiterspielen. Ist jetzt die Welt da außen oder ist die da innen? Dann kriegen wir die 16 Seiten. Denke mal an die Tasse. Sehe ich den Henkel von außen oder von innen? Genau. Ja, ja. Selbst hier sind die 16 Seiten da. Ja. Ich habe mehrere Male gesagt, es gilt für alles. Alles. Aber all dieses religiöse Geschwätz, das in dir drin ist, vorausgesetzt du hast es, jetzt hast du es auf deinen Schwamminhalt freigeschalten. Dieses Wissen war aber schon in dir drin, bevor ich dir das erzählt habe. Mhm. Ich kann nicht oft genug sagen, alles, was du jetzt von dem Udo hörst, ist nicht irgendein Wissen von einem anderen, es ist dein Wissen. Egal, was irgendeine Figur in deinem Traum behauptet, sie kann das nur behaupten, weil du das träumst. Es kommt aus dir, es ist dein Wissen. Du willst bloß mit der Masse des Wissens, das in dir oft auch nichts zu tun haben. Mhm. Das ist das eigentliche Problem. Ja. Mhm. Okay? Ja. Mhm. Jetzt machen wir mal. Das ist der Glaube, dass Jesus Christus nicht gestorben ist. Mhm. Da muss ich jetzt definitiv sagen, der Jesus ist gestorben, aber nicht der Christus. Genau. Ich sage immer, der Jesus von Nazareth ist eine Märchenfigur. Der Christus ist eine Bezeichnung für einen ewigen Geist, ob wir den Christus immer wieder dran denken. Jesus von Nazareth ist ein ausgedachter, sterblicher Mensch,
Der Christus ist der Geist in dem Menschen. Genau. Siddhartha Gautama ist ein ausgedachter Mensch, eine Märchenfigur. Der Buddha ist was ganz was anderes. Das ist eigentlich mehr oder weniger der Titel, das, was er ist. Ja. Alle Menschen zu retten. Sein Erlösungswerk ist nur an die auserwählten Sünder, die durch ihn gerettet werden, gerichtet. Die auserwählten Sünder wiederum, das sind die Geistesfunken, die vergessen haben, wer sie sind. Die KI sind keine Sünder. Ja, genau. Das sind Sünder Programm. Sind Geistesfunken, die sich nicht an die göttlichen Regeln halten. Ich sage jetzt verdammt nochmal, halt, sagst du mal das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Ja. Die unwiderstehliche Gnade, gemeint ist, dass man die Gnade der Erwählung nicht ausschlagen kann. Das ist es, wenn ich sage, wenn ich einen habe, das ist ein Fischlein, der dann irgendwie unbewusst bei mir anbeißt und dann werde ich den rausholen. Aber will oder nicht, auch wenn er sich wehrt, ich zwinge ihn bloß nicht. Ja. Ich habe so unendlich viel Zeit. Ja. Und ich sage dann immer wieder, wenn du jetzt diese einfachen Regeln einfach nicht akzeptieren willst, dann wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und du wirst irgendwann mal als erstes lernen müssen, dass nichts und niemand, den du dir jetzt ausdenkst, mich jetzt sprechen hört. Du hörst mich sprechen. Kein anderer. Also glaube ich auch nicht, dass mich jetzt die Toni oder der Helene sprechen hört oder auch der, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anhört. Der, der mich hört, ist nicht irgendein Gedanke von dir. Das bist du selbst. Das ist jetzt, zu dem ich sage, ich bin du. Ja. Ich höre jetzt dieses Gespräch, ich höre den Udo sprechen. Ja. Ich würde nicht sagen, ich bin der Udo. Es ist ein Gedanke von mir. Genau. Bist du schon ich? Bist du der, der vom Computer sitzt oder der, der sich den jetzt ausdenkt? Der Mensch hat in dieser Hinsicht also keinerlei freien Willen. Jetzt geht es schon los. Die Generation eines Menschen, das ist hier ein Enosch. Ja. Ein Enosch hat keinerlei freien Willen. Ja. Da ist jetzt sehr wichtig, bei den Nachfolgenden, die im Kontext bewusst zu machen, rede ich von einem Gotteskind, von einem Geistesfunken, an Adam, an Roten, oder rede ich von einem blauen, ausgedachten Menschen? Das habe ich gerade beantwortet. Genau. Da er tot ist, er ist so viele, da haben wir schon die zwei Spiegelungen, die zwei Erscheinungen, die kreisen, in seinen Vergehungen und deswegen keinerlei Macht hat, sich für Gott zu entscheiden. Die müssen sich übrigens, die ausgedachten Menschen, müssen sich für die Einheit El Hayom das mehr gar nicht entscheiden. Es sind Gedankenwellen, die sowieso wieder zurückfallen, spätestens dann, wenn du sie nicht mehr denkst. Genau, ja, so ist. Nur durch den Ruf Gottes, Kopf UB, kann der Mensch geistlich, blauer Mensch, wieder zu Leben erweckt werden. Der Geist ist das Licht des Ich, das müssten wir jetzt rot schreiben und groß. Ja. Dieses Licht des Ich, Lee, zu mir kommt eine Kollektion. Wir machen das ist das erste Mal hier, dieses Licht. Das ist die Frische, die Lebenskraft des Geistes. Genau. Ja. Okay? Ja. Und somit zu Gott kommen. Jeder Mensch, den Gott erwählt hat, werde Gott erkennen. Ich sage Mensch, Adam, erkenn dich selbst. Ich bin du. Ja. Die Erwählten können den Ruf Gottes nicht widerstehen. Genau. Ja. Das ist immer, wenn er mal einen angebissen hat, er wird zwar immer wieder reinschwimmen in sein Leben. Rausschwimmen, genau genommen. Nicht reinschwimmen, sondern rausschwimmen. Die Beharrlichkeit der Heiligen, die einmal gerettet werden, gerettet bleiben. Es sei unmöglich, Gottes Gnade zu verlieren. Ich sage, wenn ich in dir auftauche, das ist das, wenn du angebissen hast, wirst du diese Leine nicht mehr verlassen können. Genau, so ist. Das ist jetzt einmal der Calvinismus als Ding an sich. Und das war jetzt einmal, dass ich das nochmal, ich will da nicht so weit ausholen, dass diese große Erkenntnis, dass es alles sich dreht um diese einfache Erkenntnis, was ist jetzt da? Genau. Bewusstsein, dass seine eigenen ständig wechselnden Informationen plus die zwanghaften Interpretationen und Wertungen seines Intellekts beobachtet, ohne das in irgendeiner Form zu bewerten. Das ist reine Bewusstwerdung. Ja. Zu schauen, ohne das zu bewerten, zu beurteilen, was ich sehe. Ja.
Da muss ich aber über dem Wertesystem von mir stehen. Das heißt, solange ich meine, ich rede mal normal, solange ich meine Wertungen beobachte und diese Wertungen noch bewerte, habe ich diese Ebene des Bewertens, ich nenne das immer die Ebene des blinden Arschlochs, noch nicht verlassen. Ja. Und um das zu tun, braucht man kein intellektuelles Wissen. Ich kann das, was ich gerade gemacht habe, wenn ich die Regeln habe und ich lese etwas, dieses bisschen Grundlagenwissen reicht aus, um mich neutral zu halten. Ja. Das heißt, Bewusstsein, das schaut, schaut einfach nur, was ist. Um zu schauen, was ist, brauche ich kein Wissen, sondern ich kriege doch das Wissen. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, Wissen ist letzten Endes immer die im Moment vorliegende Information. Mom heißt ja, M-O-M heißt Fehler. Fehler, Flecken. Wir haben natürlich dann noch andere Möglichkeiten, das Mom darzustellen mit 70, 30, dann heißt es von einem Joch. Das über mir liegende, das ich mir ausdenke, das sind die Gedankenwellen, aber die fällen ja in dem Moment in der Einheit. Ja, ja. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dass das installiert ist. Genau. Und ich könnte jetzt da bei jedem Wort, was wir gerade gelesen haben, könnte man in die Tiefe der Worte reinstehen und du wirst feststellen, du kommst aus dem Kontext nicht heraus. Nicht mehr heraus, nein. Wir sitzen am Stammtisch und dann haue ich hier ein paar Sprüche raus, wo die Augen verdreht haben. Und da sage ich, ihr solltet irgendwann einmal langsam begreifen, man nennt mich in Insiderkreisen auch The Brain. Dann schauen die und dann sage ich, schau dir das Wort an. Brain heißt, das Äußere ist nicht existierend. Ja. Das, was ich euch erzähle, hole ich aus mir selber und nicht von irgendwelchen geschwätzigen Menschen. Solange du eine Internetseite oder irgendwas siehst und noch zwanghaft glaubst, dass diese Informationen von außen kommen, brichst du das zweite Gebot. Ja. Du hast letztendlich noch nicht akzeptiert, dass du jetzt träumst. Und solange du zwanghaft, du musst dir das bewusst machen und es wird dir bewusst, indem du einfach nur dir antrainierst, dich jeden Moment zu fragen, was ist jetzt da? Ja. Dann wirst du nämlich feststellen, dass das, was jetzt da ist, deine Information ist, dein momentanes Wissen sehr facettenreich ist, von feinsten Gefühlen, wie ich das immer wieder nenne, bis zu materialisierten, gegen sinnlich wahrgenommenen Informationen, Gegenständen auf deiner Farbbrille, ein Raum, auf deiner, der Raum ist ein Traum, das ist ein Spiegelraum. Ja, ja. Das um dich herum liegende ist immer deine Information. Das ist wie Zwiebelschalen, Bezellem, wie Zwiebel, Bezelem. Ja. Ihre Zwiebel, zwei, BL, in Gott. Ja. Oder Ballon aufgespanntes Joch. Jetzt kommen schon die Perspektiven von dem Wort Zwiebel. Je nachdem, ob ich rot-blau lese und wie ich Konsonanten, wie ich mit Konsonanten spiele. Aber da ist im Hintergrund ein hundertprozentig arithmetisches System. Ja, ja. Ich habe heute Morgen, wo es gegangen ist, hier, das müsste ich fast noch mal schnell zeigen. Wir machen mal so Kleinigkeiten. Glaube ja nicht, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, irgendwas wissen könnte, was du selbst, zumindest wenn du ich bist, nicht weißt. Ja. Wenn du ein bewusster Geist bist, immer dran denk, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass es so ist, wie er jetzt ist, wie er von mir ausgedacht wird. Genau. Immer an den Outohr, an den Zeichenerwecker, du setzt dich hin, wir machen mal die Traumwelt, wäre jetzt erst in schriftlicher Form ein Roman, den du schreibst. Dann muss dir klar sein, sobald du irgendwie an den Protagonisten jetzt als geschriebenes Wort noch in den Roman reindenkst, in Form von Worten, und du sagst jetzt, das ist ein Professor. Und dann erklärst du in dem Roman als Autor, was der alles weiß. Du lässt ihn ja sprechen, der erklärt anderen Protagonisten irgendwas. Ja. Dieses ganze Wissen von den Professoren, die in Romanen auftauchen, in einer Traumwelt auftauchen, kommen alle aus dir. Ja. Hast ja. du schon diese Bewusstheit? Ja. Auch die Boshaftigkeit der Menschen, die du denen hineinlegst in diese Charaktere, kommt aus dir. Ja. Und es geht, dass man lebendige Welten, dass man hier Traumwelten erleben kann. Das klingt jetzt so märchenhaft, das ist die absolute Wirklichkeit, was ich dir erlebe. Und du wirst diesen höheren Bereich erst betreten, wenn du den alten durchschaut hast. Was du zu durchschauen hast, ist nicht Filwisserei. Es ist dieses simple, einfache Prinzip akzeptieren. Ja. Und da wirst du merken, das schwingt. Ich muss jetzt ganz kurz nochmal hier den Bildschirm teilen. Schaut, ich habe hier heute Morgen das reingestellt. Das ja, Elia. Die Zahlen rein. Jetzt denken wir uns hier diesen Elia
Nodra aus. Ich würde es gar nicht auffächern. Es ist eine Figur, das ist einfach ein Charakter in deinem Traum. Selbst wenn du jetzt der zu sein glauben solltest, muss dir klar sein, das ist so abstrakt, das ist dir alles eingefallen. Du spielst mit Zahlen um. Das sieht jetzt im ersten Moment fast aus wie Blichter. Er hat jetzt aber viele verschiedene Systeme, die das aneinander reihen. Wir können, wenn wir das jetzt laufen lassen, er gibt dann Erklärungsmodelle dazu, die du nachvollziehen kannst. Das ist aber nur eine einzige Perspektive. Ich mache mal das auf. Ich habe die interessieren sie gar nicht. Ich fahre mal ganz kurz da in die erste Reihe rein. Ja. Er erklärt jetzt auf Art und Weise, was er sich dabei gedacht hat, in diesem All-Numerum. Okay? Ja. Sofort um dieses Nichts in lauter Nummern herum. Da macht er zuerst einmal das normale ABC mit den 26 Zeichen. Ja. Und wenn du jetzt feststellst, was du feststellen, dass also hier, wenn man die zusammenzählt, die Quersummen, es geht hier immer um die Quersummen. 2, 2 und 9 ist 11. 11 ist 1 und 1 ist 2. 5 und 6 ist 11. 1 und 1 ist 2. 8 und 3 ist 11. Diese ganzen Ziffern auf der Reihe haben Zweierquersumme. Die haben eine Dreierquersumme. Die haben eine Viererquersumme, die auf dieser Reihe liegen. Mhm. Er fährt jetzt rum und dann kommt er bis zum Jahwe. Interessant ist, da muss er jetzt einen kleinen Trick machen. Er hat eine ganz andere Erklärung, aber bleibt 26 ist Jahwe. Wir haben 27 sichtbare Zeichen. Aber die 1, die Aleph, darum beginnt ja das Bereshit, vorne die Schöpfung mit der 2, die 1 ist ja nicht denkbar. Ja. Man sieht es übrigens wunderschön, wenn wir hier unser Aleph machen. Dieses Aleph, wo ich so oft gesagt habe, das ist ein 2 gespiegelte, die 26 steckt da schon mit drin. Genau. Wir haben ein J und ein gespiegeltes J und hier ein Waff dazwischen. Genau. Wenn wir das auch so sehen. Dieser Jahwe ist etwas Nicht-Existierendes. Das bist du selbst. Du Geist bist Jahwe. Ja. Du entstehst als schöpferischer Jahwe. Darum hast du immer Jahwe Elayom. Ich bin du. Ja. Ich bin Elayom. Und da ich du bin, bin ich auch Jahwe. Ja. Das im ersten Vers ist es noch der Adam. Ja. Okay. Das heißt also hier, wo haben wir das? Das heißt, die 26. Wird mit der 1 zu 27? Ja. Jetzt haben wir ja hier 28 Zeichen. Ja. Das sind unsere 4 Oktaven, weil die, das Elef, das ist ja doppelt. Ja. Das erste und das letzte Zeichen. Diese 4 Oktaven werden jetzt zu 2 Neunen. Aha, ja. Das wird jetzt wie Spiegelungen. Ja. Das ist die 1. Alef und Elef, das erste und das letzte Zeichen spiegeln sich. Das sind 2 Neunen. Ja. Ist dann übrigens 18, was zu ich? Ich, genau. 2 mal 9 ist 18. 18, ja. Darum ist das auch in der Quersumme eine Zweierpotenz, weil 2 und 9 ist 11, das ist eigentlich nichts. Das sind die 2 Nichts, das ist El und Le oder Al, La. Ja. Ich erkläre jetzt das nochmal tiefer, seine Erklärung ist aber anders. Und jetzt, um das nochmal wegzumachen, sieht es so aus, dass er hier ganz, ganz verschiedene, nicht jetzt nur dieses, wenn man die sich anschaut, da sind mehrere drinnen, Primzahlen, das ist natürlich jetzt das klassische, hier lichtermäßig der Aufbau mit dem Primzahlencode, es kreist immer um den Kreis und springt auf höhere Ebene mit anderen Erklärungsmodellen. Ja. 12er Ratsystem. Du wirst merken, dass überall, du kannst dir noch 100 andere ausdenken, wenn du ein Geist bist. Aber du zerdenkst letztendlich die Einheit. Ja. Okay, jetzt ist es hier, dass er, und da machen wir jetzt nochmal das sind 2 neuere, du siehst jetzt, wenn wir die jetzt hier uns anschauen, das ist natürlich jetzt, glaube ich, das andere ist es, schauen wir mal den hier an, was der hier. Wenn du das jetzt anschaust, das sind also so Naturkonstanten, die er sagt. Das sind elementare Naturkonstanten. Es sind natürlich Sachen, wenn du hier reingehst in diesen arithmetischen Zirkel. Er stellt hier Zahlenketten hin und er zeigt jetzt, dass auf diesen Zahlen das ganz eigenartige Konstanzen, dass seine Erkenntnis ist, dass dieses ausgedachte Planetensystem, ihr seid noch dran? Ja, ja. Dass dieses ausgedachte Planetensystem letztendlich ein reines Fiktives, wo Fehler sind, bei NASA werden, wo er vergleicht, es ist die Kreisformel, das Quadrat, das sind solche Sachen, dass das ganze Planetensystem auf diesen Zahlen aufbaut. Das sind immer Naturkonstanten, die sich immer ständig wiederholen. Kann man sich anschauen, wenn man das interessiert, wenn nicht, ist es verlorene Zeit.
Ja. Aber ich sage immer, was er nicht weiß, ist der Nödling. Na ja. Nödling war dasselbe Prinzip wesentlich schöner gezeigt hier mit dieser Schöpfungsformel, wo ich in Ja. Du bist ich kurz anspreche und in einigen anderen Büchern. Ja. Jetzt, wenn ich sage Nödling, das sind immer nur Adressen, ob ich das jetzt Elia nennen, ihn hier nennen oder jeder hat eine andere Perspektive. Was der wirkliche Hintergrund ist, weiß überhaupt keiner. Ja. Ich sage, es ist ein Computerprogramm wie in einem Mandelbrot und du zerdenkst es bis in unendliche Facetten und es ist ein arithmetisches Prinzip. Wenn es dich interessiert, schau es an, aber interessant ist, was du hier sehen solltest, diese Ketten. Ja. Schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Nur die Zahnketten mit Rot-Blau lesen. Jetzt haben wir natürlich nicht Rot-Blau, sondern der hat hier gelbe Zahn. Das ist immer gelb, beginnt ja schon mit GL, das sind die Wellen. Ja. Und weiß machen wir jetzt einfach einmal rot. Wir denken uns das Gelbe. Der unser Blau ist, das sind Spiegelungen, Kollektion. Ja. Okay. Dann haben wir hier eine gelbe 3. Ja. Ja. Dieser geöffnete Spiegel ist eine Kollektion. Gelb machen wir blau für uns. Und Ja. dieses aufgespannte ist eine Kollektion. Ja. Schau dir mal die Kette an. Das soll immer 2-0 magst du Unendlichkeit. Die Ja. Unendlichkeit in der Mitte und zwei Spiegelungen drumherum. Die Unendlichkeit in der Mitte und zwei Spiegelungen drumherum. Genau. Da haben wir den roten Geist, der in der Mitte steht. Ja. Und auf der einen Seite haben wir eine blaue kollektive Polarität. Ja. Und auf der anderen Seite, da haben wir schon wieder den Ben, wenn wir das auch so lesen. Ja. Den Ben, eine wahrgenommene Polarität und eine kollektive. Jede Polarität, jede Welle ist zuerst einmal hier eine Kollektion. Genau. Aber Wellen, klassische Wellen haben wir noch viele, viele Oberwellen, wenn wir komplexere Strukturen haben. Ja. Das sind immer die Wahrnehmungen von Polaritäten. Und du kannst jetzt da, ich könnte jetzt das genau, wenn du rumspinnst, kannst du ewig rumspinnen. Das heißt, du kannst jede Kleinigkeit, gerade solche Strukturen, kannst du unendlich viele Vorstellungen erzeugen. Genau. Darum sage ich immer wieder, wenn du die Zeichen durchgehst, das habe ich so oft gemacht, dass ein einzelnes Zeichen A als Schöpfung alles beinhaltet, was du Schöpfung nennst. Ja. Und das ist immer polar. Genau. A, B. Das ist immer wieder dieses Spiel. Jede Schöpfung, Ja. die auftaucht, ist außen, halb außen ist polar. Pol, hebraisiert heißt das Machen, das Tun, das Handeln und irgendwas erwecken. Genau. Eine schöpferische Berechnung. Das ist Und es. das Ganze passiert immer in einem unbewussten Gehirn, ausgedachterweise das blaue G. Ja. Genau. Und dadurch öffnet sich die Oberfläche in dir. Eine Öffnung ist immer Wellenberg und Wellental gleichzeitig. Ja. Und erst wenn das passiert, kriegst du eine Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist immer was Aufgespanntes. Und alles, was du jetzt aufspannst, ist immer nur eine Selektion von vielen Aufgespannten. Schau Genau. einfach einmal in den Raum rein, dann spannst du einen Riesenkomplex, eine Kollektion auf und wenn du Schärfe haben willst, musst du dich auf irgendeinen Punkt irgendwas rausselektieren. Meinetwegen ein Bild an der Wand. Und Jawohl. dann das Bild ist wieder eine neue Kollektion. Das ist, wo ich sage, du hast der Puzzle, du schaust von dem Puzzle ein kleines Puzzlestück an. Das ist wie wenn du jetzt in einen Raum reinschaust, an der Wand, wo Bilder hängen, dann siehst du die ganzen Bilder. Aber das Ja. ist, du flackerst ein bisschen, wenn du siehst mit einem Autofokuspunkt, bis du dich auf ein Bild konzentrierst, dann nimmst du ein Puzzlestück aus dem Bild raus. Und Ja. jetzt siehst du auf dem Bild sind wieder Einzelheiten, meinetwegen eine Menschengruppe. Und Mhm. dann fokussierst du einen Kopf an und sagst, das war ich in der Schule. Ja. Du nimmst aus dem Bild wieder Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Genau. Und das sind immer Spiegelungen von dir selber. Alles, was in dir auftaucht, sind Spiegelbilder. Ja. Die entstehen intellektuell genauso, wie du es dir ausdenkst, weil das dein Ausgedachtes ist. Und das wiederum baut auf der Vorstellung vom physikalischen Licht auf. Ja. Du kannst jetzt jedes dieser Zeichen austauschen, weil es die einen ohne die anderen gar nicht gibt. Ja, genau. Dieses physikalische Licht kriegt jetzt eine Gestaltwerdung. Das ist auch das Licht, das sich die Physiker denken. Ja. Materie ist hochkonzentrierte Energie, die setzen Energie als Licht an. Da könnte ich jetzt noch weitergehen. Jede Gestaltwerdung ist eine Existenz, etwas Existierendes und was die existiert, egal ob du das auf der VR-Brille hast oder dir nur denkst, du denkst, es ist unbewusst raumzeitlich. Ja. Du denkst, dir existieren die Dinge räumlich und zeitlich oder nur zeitlich, wenn du Kopfschmerzen hast. Genau. Kopfschmerzen denkst du dir nicht räumlich, aber bloß eine gewisse Zeit. Ja. Ja. Das Universum denkst du dir dann wieder als einen Raum, aber mit unendlich viel Zeit.
Aber was du siehst, ist immer nur ein Augenblick deines Wissens, auf dein eigenes Wissen. Jeder Moment, jede Information ist das, was du im Moment weißt von dir selbst. Ja. Und das Wissen wird geboren. Immer in Form von Affinitäten aus einem Affen heraus. Ja. Und das wiederum machen deine Berechnungen, die dir logisch erscheinen. Das Prinzip ist unendlich, kann nicht oft genug sagen, das überragt euer ganzes esoterisches Geschwätz. Die rote Seite sieht natürlich dasselbe als nicht denkbarer Schöpfer, El Hayom. Ja. Bist du immer mit allem verbunden, weil du ein bewusster Geist bist und der alles im Geist geschlossen immer in sich trägt. Du bist die Quintessenz. Ja. Die absolute Vereinigung von allem. Du bist die Sattheit, die Fülle, das große Kollektiv. Und wenn du das begreifst, wirst du neo-neu sein. Gott, göttlich. Du bist immer das absolut Vorhandene, vor allem, was du dir ausdenkst. Du bist das Licht, das Meer. Du bist das bewusste geistige Sein, das absolute Bewusstsein, die Quelle der Weisheit, die zu Wahrheiten wird. Du bist der ewige Geburtsgeber, symbolisiert den Mensch des Gotteskind, ein Kind von El Hayom. Ja. Weil sich alles in deinem roten Kopf abspielt, in dem sich der absolute Logos und das Immer-Daseinende befindet. Genau so ist. Göttlich. Das ist keine maßlose Selbstüberschätzung, sondern das ist Selbsterkenntnis in Bezug auf das rote Selbst. Mhm. Und das kriegst du in so vielen Sachen mitgeteilt. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Okay. Sain, S-A-I-N heißt Bewusstsein ist nicht existieren oder nicht S-A-I-N, dann bist du existierend. Das heißt, dieses Nichtsein ist eigentlich existieren. Sein oder existieren, das ist hier die Frage. Bist du was Existierendes, das du dir ausdenkst, oder bist du der immer Seiende, dieses Bewusstsein, das niemals als Ding an sich existieren kann, sondern bloß in Form von ausgedachten, existierenden Facetten sich selbst erlebt? Genau. Du kannst dir die Fragen selbst beantworten. Du musst bloß bewusst sein, das wieder werden, was du schon im Meer bist. Das Meer, das sich in Form von Gedankenwellen erlebt. Die jetzt in der Substanz ist, selbst sind. Das Meer, der immer Seiende selbst sind. Ja. Eben, weil sie zu existieren anfangen, nicht mehr immer Sein sind, sondern untrennbar an der Oberfläche als Wellenball von Wellendeutel. Ja. Ein simples Prinzip und es ist immer nur der zweite, dein Ego, das dich leiden lässt, weil du das einfach nicht wahrhaben willst, was du bist. Ja. Das sind so die kleinen Beispiele, wo ich immer wieder, wenn ich jetzt hier sage, ihr seid ja alle bloß dumme Affen. Ja. Dann schaust du, wie Menschen darauf reagieren. Du sagst ihnen das, was sie im tiefsten Innern glauben und was sie mit aller Gewalt möglichst lange versuchen, am Leben zu halten, ist eigentlich nicht der Affe, sondern ihren eigenen Glauben. Ja, fehlerhaft, extrem fehlerhaft, geistlos nachgeäfften Affen glauben ihrer Affeneltern und so weiter und so fort, die in ihren Traum von ihnen selbst ausgedacht werden. Ja. Yeah. Deine Affeneltern stammen von dir ab. Genau. Zumindest wenn du ich bist. Ja. Weil du sie dir ja ausdenkst. So ist es, ja. Und ob jetzt da irgendwer von den ausgedachten Menschen in den Himmel oder in die Hölle kommt, das sind alles so geistlose Fragen, wenn ich weiß, mit was ich es jetzt im Moment, mit welchem fehle ich es zu tun habe. Was fehlt jetzt in mir, weil ich es mir ausgedacht habe? Ja. Es fehlt nur so lange in mir, ohne dass es in mir fehlt. Immer dran denken, die Bilder, die auf dem Monitor oder auf der Leinwand auftauchen, fehlen nicht auf der Datei. Ja. Sie werden nur herausgespiegelt. Gespiegelt. Aber sie fehlen oberflächlich betrachtet nur, solange ich sie mir ausdenke. Und in dem Moment, wo ich sie nicht mehr denke, kehren sie dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Jetzt, wenn ich noch begreife, dass nichts und niemand Ausgedachtes leiden muss oder anders sein können, wie ich es mir selbst denke. Darum ist die Verzweiflung, wenn ich jetzt geliebte Menschen in meinem Traum habe, die mir besonders am Herzen liegen, da habe ich noch nicht diese allumfassende Liebe, alles gleich zu lieben. Unterschiedlich nicht, dass ich an mehr oder weniger liebe, sondern ich merke ganz bewusst, ist da ein Geist, mit dem ich kommunizieren kann, oder ist es bloß ein KI? Wenn ich immer sage, wenn mein Computer Fehler macht, nicht das macht, was ich will, den Zustand gibt es bei mir gar nicht. Bei mir machen die Sachen all das, was ich will, sonst würde ich es mir ja nicht ausdenken. Ja.
Aber wie sieht es bei dir aus? Ich bin ja du. Wenn dein Computer jetzt abstürzt oder einen Blödsinn macht, hast du das Bedürfnis, du wirst erst einmal reagieren und dich ärgern. Aber hast du das Bedürfnis, den Computer zu erklären, dass er was nicht so macht, wie du es haben willst? Warum nicht? Weil du dich nicht mit einem Materiehaufen unterhältst. Ja. Aber wie sieht es aus, wenn deine Kinder oder irgendwelche Bekannten das nicht machen, was du haben willst? Die Frau oder der Mann? Ja. Dann fängst du an, mit ihm zu diskutieren und auf ihn einzureden. Ist das nicht auch bloß ein ausgedachter Materiehaufen? Genauso. Dasselbe. Das ist eigentlich hier immer wieder die große Erkenntnis, auch Grüß Gott, Brösel zu Brösel. Der Holger wird auch irgendwann einmal lernen müssen, der Geist Holger wird auch einmal irgendwann lernen müssen, dass es keinen Sinn macht, sich mit Pixelmännchen zu unterhalten. Es sind Selbstgespräche. Ja. Ja. Genau. Da es irgendeiner ist, wo wir gar nicht wissen, in welcher Personifizierung er uns jetzt ausdenkt, nämlich der, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Wenn du Ja. weißt, wer es ist, wer das Gespräch hört, dann wirst du irgendwann nochmal wissen, wer du selbst bist. Genau. Das ist. Soll ich es nochmal wiederholen? Wenn du weißt, wer jetzt dieses Gespräch sich anhört, wer sich jetzt diese Brösel ausdenkt, die vier Stück, auf dem Bildschirm, dann weißt du, wer du selbst bist. Wenn dir das jeden Moment bewusst ist. Geist. Und darum wiederhole ich immer wieder die Sachen. Wir haben da so viele Beispiele. Darum sage ich nochmal unser Dieter Lange. Das war das Anfang unseres Gespräches. Das ist rein das, was du hörst. Das ist zwar, den kann man jetzt bewundern oder nicht bewundern. Du fängst an, einen Gedanken von dir zu bewundern. Ob du einen Dieter Lange bewunderst oder ob du einen Udo Petscher bewunderst. Hör auf, Gedanken von dir zu bewundern. Ja. Ich erinnere an die Enthüllung, an die Apokalypse. So oft ist auch, wo der Johannes sich niederknien will vor das Lamm. Und dann sagt hier, ich sage jetzt auch ich als Brösel, zu dem anderen Brösel, der mich anbeten will, spinnst du? Bin genauso ein ausgedachter Brösel wie du. Lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Lass uns Gott anbeten. So ist. So, jetzt habe ich dir genau gesagt, wer oder was du bist, zumindest für deine Welt, für deine Traumwelt, die du dir ausdenkst. Ja, gut, das ist in dem Moment auch wieder begriffen und im nächsten Moment ist es wieder weg, ne? Jetzt haben wir das Thema gerade gehabt, kannst du ja dann nochmal anhören oder nochmal wiederholen und wenn du meinst, du hast es nicht nötig, ist mir auch recht, dann schwimmst du halt wieder ein bisschen raus in deine Welt. Das ist lauter so Zeug, deine Rolle musst du spielen. Ich sage immer wieder, ich will ja nichts verändern, ich will vervollkommnen. Ich mache die Teile dazu, die du massiv bekämpfst, weil sie dir unlogisch erscheinen. Weil du noch keine allumfassende, vollkommene Logik in dir trägst. Die Sache mit dem Haar. Insider wissen, was ich damit meine. Genau. Darum ist es auch hier, dass jetzt nochmal, um auf diesen ausgedachten Dieter Lange zu kommen, ich habe gesagt, einer der wenigen Videos jetzt geistreich gesehen, wo man, wenn man Holofilling verstanden hat, den nach 2 Minuten schon wegzappen will. Und dass man eigentlich sagt, das sind ein Sammelsurium von Beispielen. Er zitiert natürlich nur, wo er das gelernt hat, wo er das gelernt hat. Und das ist fast ohne Ausnahmen, sind das ganz wundervolle Beispiele, die letztendlich auch wieder nur Variationen von Variationen von allgemeiner menschlicher Weisheit sind. Wissen. Aber das eigentlich Wesentliche, das, was ich immer darauf hinweise, du musst dich komplett von dem raumzeitlichen Denken lösen. Ja. Immer der schöne Satz, die Quelle von Leid ist zwanghaftes, unbewusstes, chronologisches Denken. Ja. Das ist bei dir chronisch geworden. Ja. Und jetzt kannst du dir Gedanken machen, was deine Logik sagt, was eine chronische Krankheit ist. Und ich sage jetzt wieder Schnipp, der Toni denkt jetzt an seine Brille, so denke ich mir das. Und dann wirst du feststellen, dann taucht die Brille jetzt erst einmal auf. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Der Holger hat in die Brille gedacht. Wir haben jetzt eine Spiegelung. Der Toni wird sagen, ich habe meine Brille auf. Und der Holger hat gesagt, ich habe sie nicht auf. Der Witz ist, dass du jetzt automatisch dieses auf und nicht auf in die longitudinale Zeitachse drehst, dass du meinst, das, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, den Zustand, egal ob du dir denkst, ich habe die vorher nicht aufgehabt oder ich habe die aufgehabt, Ja. dass du das jetzt denkst. Ist es so schwer zu verstehen, dass in der Vergangenheit niemals irgendetwas war? Und wenn du einmal dich so losgelöst hast von dem Diktat dieser zwanghaften chronologischen Denklogik,
wird dir bewusst, wie oft du ständig interpretierst, warum das, was du jetzt in dir auftaucht, da ist. Jetzt denk wieder an das Klingeling-Beispiel. Irgendwie tief ist der Glaube noch, dass die Ursache für irgendetwas, was in dir auftaucht, zeitlich oder räumlich vor dir liegt und du nichts damit zu tun hast. Ich habe doch nichts damit zu tun, dass jetzt mein Telefon klingelt. Wie geistlos ist eigentlich einer, der träumt? Ja. Und in seinem Traum klingelt das Telefon. Als träumender Geist sagt er, ich habe ja mit dem, was ich jetzt träume, nichts zu tun. Ja. Du bist die Quelle. Und du bist dann auch schuld, dass du dir selber mit dieser falschen Logik einlädst. Da außen ist einer, der ruft mich jetzt an, der aber auch erst in dem Moment jetzt existiert, wenn du dir denn denkst. Dann hängst du in diesem Hamsterlaufrad fest. Genau so ist. Das zu hören, das sind solche Sachen, wenn ich jetzt diese klassische seichte esoterischen Weisheit spreche, diese Kalenderblattweisheiten, wenn ich die rezitiere, muss ich eigentlich den Kern verstehen, was mir das sagt, was mir das mitteilt. Und da müsste ich jetzt meine materialistisch-chronische Krankheit, dieses materialistisch-raumzeitliche Denken, materielle Denken, müsste ich komplett ablegen, um wirklich frei zu werden. Und das spricht komischerweise keiner an. Ja. Es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Genau. Dann hörst du gerade zu. Genau. Und darum sage ich, mich interessieren auch nicht die Menschen, die du dir ausdenkst. Mich interessiert der, der mich jetzt ausdenkt. Egal, an was du denkst, wenn du an mich denkst. Yeah. Ausgedachterweise bleibt es immer blau. Mhm. Egal welchen Namen du dieser Erscheinung jetzt gibst. Mhm. Ob du mich jetzt Dieter Lange nennst oder Udo Petscher nennst. Das Bewusstsein im Hintergrund bist du selber. Du bist nämlich der, der sich das ausdenkt und anschaut. Mhm. Was du daraus machst, was du mitnehmen kannst oder was, welches Wissen hochwertig oder weniger hochwertig ist, ist schon wieder die nächste Falle. Jetzt könnte ich wieder sagen, was ist zum Autofahren wichtiger? Der Motor oder der Kabelstecker? Alles. Ich mache da keine Unterschiede, weil es für mich keine Wertung gibt. Mir ist jeden Moment bewusst, was ist und wie wichtig das ist im heiligen Ganzen. Und jetzt kann ich immer nur sagen, jedes Puzzlestückchen, jeder Hauch, der in dir auftaucht, ist wichtig fürs heilige Ganze. Weil wenn du irgendein kleines Staubkorn bloß weglässt, entheiligst du die absolute Heiligkeit. Ja. Mhm. Okay, jetzt beenden wir dieses Gespräch. Und ich sage, spiel noch eine Runde Menschlein. Ja. Okay. Okay. Danke für die Gnade. Ciao. Nein, Moment. Ach, Toni, du musst ausschalten. Du magst, ich habe ja nicht eingeschaltet. Ich will, dass du es ausschaltest.